Bis vor kurzem waren Datenspeicher anderer Leute ein sehr überschaubares Thema. Man hatte seinen eigenen Rechner mit den eigenen Daten. Bei der Arbeit oder im Studium gab es bestenfalls sogenannte Netzlaufwerke, auf denen Dokumente abgelegt, miteinander ausgetauscht oder dort via Backup gesichert wurden. Vielleicht hatte man ein Mailkonto, das für einen die E-Mails zentral vorhielt. Abgesehen davon konnte man Daten über externe Speichermedien wie USB-Sticks oder externe Festplatten austauschen. Und es war wichtig zu wissen, dass diese wissentlich oder unwissentlich Schadsoftware enthalten konnten. Heutzutage ist die Datenwelt wesentlich komplexer geworden. Das Speichern von eigenen Daten oder Daten über einen erfolgt nicht primär lokal und ausnahmsweise woanders. Eigentlich ist es umgekehrt. Externe Orte, also Speicher oder Systeme, die wir nicht unter eigener Kontrolle haben, sind quasi der Standard, wenn man nicht explizit einen anderen Weg wählt. Ein paar Beispiele. Du erstellst deine Dokumente in Google Docs. Du synchronisierst deine per Smartphone aufgenommenen Daten via vom Smartphone-Hersteller angebotenen Cloud-Diensten. Du speicherst und teilst deine Dokumente in Dropbox. Du schreibst deine Nachrichten in WhatsApp oder Facebook. Und vieles mehr. Einige dieser Verfahren werden dir schon per Default angeboten, wenn du deine Geräte einrichtest. Kurzum, deine Daten liegen in der Welt verstreut. Das hat natürlich viele Vorteile für den alltäglichen Umgang mit den Daten. Du kannst von verschiedenen Geräten bequem darauf zugreifen. Du brauchst dich nicht um Backups kümmern. So manches lässt sich automatisch erledigen. Aber wie sollte es anders sein, wenn es ein Kapitel dazu gibt? Auch hier lauern Gefahren und es lohnt sich, über digitalen Selbstschutz nachzudenken. Wir können auch diese Thematik nicht erschöpfend erörtern. Dazu gibt es zu viele Beispiele und Szenarien. In diesem MOOC schauen wir uns externe Medien wie USB-Sticks an und werfen einen kurzen Blick auf Bonusprogramme. Auch Cloud-Speicher sind nichts anderes als Speicher anderer Leute. Diese Thematik wird im Schwester-MOOC Souveränes Bewegen im Netz näher erläutert. Nutze beim Durcharbeiten die Gelegenheit, darüber nachzudenken, welche anderen Kontexte hier ebenfalls hätten erörtert werden können und welche Relevanz sie für dich persönlich möglicherweise haben.